Herzlich willkommen, liebe Studierende. Jetzt sind wir schon im 7. von 9 Modul. Schön, dass Sie noch da sind. Und wir haben jetzt schon ziemlich viel gelernt. Wir haben jetzt gelernt, was ist Wissenschaft, was passiert da eigentlich, was machen wir, warum machen wir das, wie machen wir das, was sollten wir nicht machen. Und heute kommen wir zu einem Bereich, wo wir jetzt nicht nur theoretisch lernen, was wir tun, sondern da können Sie jetzt direkt persönlich etwas tun. Wissenschaft basiert auf Fakten. Das heißt, wir müssen die irgendwo herbekommen. Das bedeutet, wir suchen uns unsere Theorien, wir suchen uns unsere Literatur, wir suchen uns unsere Inhalte irgendwo her. Das schauen wir uns jetzt einmal in der Praxis an. Seit Jahrhunderten gehen Wissenschaftler gerne in Bibliotheken, da ist es im Sommer schön kühl und im Winter schön warm. Und der zusätzliche Bonus ist, wir haben sehr viel Material da. Wir haben haufenweise Bücher und wir haben auch gedruckte Varianten von Fachzeitschriften. Denn Wissenschaftler schreiben zwar auch gern Bücher, aber noch viel lieber Fachzeitschriftenbeiträge. Das macht sich gut auf der Publikationsliste, das wird von anderen Wissenschaftlern lieber gelesen. Das ist in der Wissenschaft so ein bisschen das Ding. Das haben wir ja schon in einem vorherigen Modul angesprochen. So, das heißt, wir haben jetzt Bibliotheken, wir haben öffentliche Bibliotheken, wir haben schulische, hochschulische Bibliotheken. Wenn Sie einen Zugang dazu haben, gut, wenn nicht, stehen wir an dieser Stelle schon an. Wenn Sie einen Zugang haben, stehen Sie jetzt vor dem Dilemma, Sie kommen jetzt in Räume wie diese, die sind voller Informationen. Was tun Sie? Als pragmatischer Wissenschaftler, andere Leute würden auch sagen faul, setzen sich natürlich nicht hin und lesen alles, um alles zu wissen und alles zu können. Macht kein Mensch, führt nicht weiter. Nein, wir suchen uns irgendeine Form von Katalogen, von Suchmaschinen und suchen uns gezielt die Informationen, die wir brauchen können. Das bedeutet, dass sich ziemlich viel in den Online-Bereich verlagert hat, sowohl örtliche Bibliotheken haben ihre eigenen Online-Kataloge, wo man am Computer dann mal so grundsätzlich schaut, wo steht was. Und da ja alles immer mehr digitalisiert wird, haben sich eigentlich auch die meisten Bibliotheken nach online verlagert. Das ist zum einen sehr cool. Dann kommt jetzt aber das große Aber. Gerade im hochschulischen Bereich und im Wissenschaftsbereich ist viel davon einfach sehr teuer und dafür öffentlich nicht zugänglich. Wenn Sie einen Zugang über Ihre Schule oder Hochschule haben oder über Ihr Institut, super. Für alle anderen Leute ist das jetzt immer ein bisschen schwierig an dieser Stelle, aber, jetzt kommt das nächste große Aber, die Wissenschaft bewegt sich in eine großartige neue Richtung, nämlich die Open Access Richtung, wo es darum geht, dass man wissenschaftliche Erkenntnisse, dass man all die Dinge, die Wissenschaft produziert, die großartig sind, öffentlich zur Verfügung stellt. Das sind Dinge, die politisch sehr stark gefördert werden, das sind Dinge, die von Wissenschaftlern sehr, sehr stark gefördert werden, denn wir machen die Wissenschaft ja nicht, um auf dem Wissen sitzen zu bleiben, sondern wir möchten das kommunizieren, wir möchten, dass das nach außen geht, wir möchten, dass damit etwas passiert. Das bedeutet, es gibt jetzt sehr viele Möglichkeiten, über diese Open Access Zugänge Wissen zu erlangen. Schon mal ein kleiner Spoiler, falls Sie das noch nicht gesehen haben beim Scrollen. Unter diesem Video, in dem Bonusmaterialbereich, haben Sie ganz viele Links zu Open Access Suchmaschinen und Plattformen. Das sind jetzt verschiedene und jetzt fragen wir uns, warum ist das so? Das ist ganz einfach. Wir haben sehr viele Wissenschaften, wir haben sehr viele wissenschaftliche Felder und jede hat ein bisschen andere Vorlieben und Bedürfnisse und hat verschiedene Plattformen aufgebaut und benutzt verschiedene Infos. Das heißt, wir haben wissenschaftliche Suchmaschinen wie PubMed, wo jetzt so hauptsächlich so medizinische Dinge publiziert werden. Wir haben Science Direct, was jetzt mehr so geisteswissenschaftliche Sachen sind. Das sind so diese gängigen Dinge, mit denen Wissenschaftler arbeiten. Und wir haben halt auch eine große Auswahl an Dingen, wo auch jeder, der jetzt keine fancy Zugänge zu diesen ganzen teuren Materialien hat, Open Access Material sucht. Das ist in der Regel weniger als das, was es insgesamt zur Verfügung gibt. Es ist eine wachsende Menge. Aber grundsätzlich würde ich Ihnen empfehlen, mal in diesem Bereich zu starten. Alleine schon, um zu unterstützen, dass Wissenschaft in diese Richtung geht. Und wie genau das praktisch funktioniert, sehen wir uns im nächsten Video genauer an. Bis gleich!